Hallo, 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 hallo. Tatsache, es funktioniert. Hallo? Hallo, hallo.
Jawohl. Das jetzt auch geschafft. Und versuchen wir jetzt mal eine Runde mit dem Pazifisten. Rauskommt. War nicht. Leben. Hand. Was nehmen wir denn noch mit? Idealerweise Tanky und ganz viel Life Rack, ne? Das klingt nach einem Plan. Liebes Alien. Würfel nochmal neu. Nehmen wir mit und ab dafür. Oh, das war gut. Wenn auch nicht beabsichtigt. Lebensabzug, Hand. Noch eine Hand. Und noch eine Hand. Sperren wir. Und weiter. Sparschwein finde ich noch ganz cool, weil so ein Sparschwein würde das Ganze ein bisschen geschmackvoller gestalten. Den Baum noch, den Baum noch. Ach, schade. Und Glück. Glück nehmen wir auch mit. Glück ist immer gut. Ja. Oh, das sind schon die Kügelchen. Die übel nervig sind, finde ich. Aber Level up. 3, 2, 1 und komplett. Oh, noch ein Level up.
2 Rüstung auf jeden Fall. Schaden brauchen wir nicht. Lebensregeneration nehmen wir auch mit. Ich würfel nochmal neu. Oh, und den Kaffee noch. Schneller schlagen heißt, sie sind weiter von mir weg. Also lebe ich länger. Aua. Okay. Nehmen wir mit. Würfeln wir einmal neu. Dann nehmen wir nochmal Glück mit. Hab jetzt noch einige Runden vor mir, ne? Jede Runde 3% mehr Schaden. Das sind 33 Runden, das gibt keinen. Dubioser Trank nehmen wir mit. Neu würfeln. Ausgerenkter Kiefer nehmen wir auch mit. Dann sperren wir uns. Die sperren wir uns auch. Das war so nicht geplant. Kleinen Moment. Da ist er. So, so, so. Also mal wieder. Und ja, weiter. Bisschen Geld safen. Die nächsten Runden. Nehme ich mit. Neun Leben können nicht schaden. Tempo. Ja, jetzt einbüßen, danach ausbauen.
Ich sterbe. Das noch vor Ablauf der Runde. Ja. Okay, auf ein neues. Und das auf Gefahr 0, also puh. Anstrengend. Der Pazifist. Rüstung, eine weitere Hand, neu würfeln, nochmal die Hand, und weiter ausweichen. So schlecht. Ich finde das sehr amüsant, dass sie es einen Pazifisten nennen und mir eigentlich nur Waffen anbieten. Bitte ein Sparschwein. Ja, nehme ich mit. Immerhin. Ein bisschen mehr Leben. Bisschen Moves, Movement, 9 Leben nehmen wir mit. Was nicht? Nee, lassen wir. Ein bisschen OP regen. Ah, ein Baum. Doch ganz schön stressig hier, ne? Puh, mehr Tempo.
Welle 6. Ja, mal gucken. Ich weiß gar nicht, bei welcher ich eben es nicht mehr geschafft habe. Würde mich mal interessieren, ob der Run jetzt genauso gut läuft. Ich glaube, die Runde war das eben, wo ich es nicht geschafft habe, zu überleben. Aber das Tempo macht sich bemerkbar. War jetzt doch gar nicht so schwer. Lassen wir so und weiter. Puh, sind die schnell. Sind ja übel schnell. Ich kann mir die Bäume mitnehmen in der Hoffnung, dass noch ein Item drin ist. Oha. Leben. In der Hoffnung, dass es jetzt nicht falsch war. Oh. Sehr gut. Schmetterling sparen wir uns für die nächste Runde auf. Oh. Ja, auf die hatte ich jetzt so gar keinen Bock. Bin ich ja ehrlich. Wow. War das wieder einer mit Päckchen unterwegs? Habe ich mittlerweile so wenig Glück, dass ich nichts aus diesen Bäumen bekomme. Ah, 7 Glück. Na, das nehmen wir noch mit. Oh, zweites Item, ja.
sollte fit gehen. Wenn jetzt nicht mehr ganz viel Unfug passiert. Ja. Und durch. Sehr gut. Alien-Augen. Ja, komm. Nehmen wir auch mit. Maximal 10 LP pro Sekunde. Reichweite. So. LP-Regeneration und Tempo, Rüstung und Leben, ja. Noch mehr Leben mitnehmen. Und wieder Reichweite einbüßen. Ah, wir sperren es mal, gucken, was es noch gibt. Ah, ist besser. Sperren wir aber auch. Langsamer laufen. Und es immer mehr Gegner werden. Also fühlt keinen Platz mehr auf der Karte. Ja, nehmen wir nochmal mit. Nehmen wir auch mit. Raiden wir und den Bot sperren wir uns. Könnte ganz nützlich sein. Gerade gegen hier die Freunde, weil die ja immer schneller werden, wenn man sie nicht tötet. Und das ist mit einem Damage pro Hit relativ schwierig, da überhaupt was kaputt zu bekommen. Deswegen. Wäre verlangsamen durch den Bot eigentlich schon ganz cool. Und so ein bisschen. Ein bisschen Movement Speed für uns selber wäre auch noch top. Entspannte Runde. Oh, drei Rüstung. Machen wir. Den wollten wir. Müssen wir jetzt drei Lebenspunkte ein. Für Rüstung. Schaden.
Heilbots wären auch noch ganz cool. Diese Türmchen da, die man hinstellen könnte, kann. Einen Baum im Reroy finde ich auch noch super. Jetzt einfach mal mehr Bäume spawnen, weil das hier ist gerade irgendwie nix. Zehn Prozent weniger Gegner. Kriege ich am Ende der Runde aber auch weniger XP, ne? Jemand eine Idee, ob der Rüstwert, ja, ich glaube über 50% kommt man nicht, ne? Weste nehmen wir noch. Wir sperren ihn mal den Jeton, um zu gucken. Level-Ups und alle mal an quasi. Oh ja, Hauptsache Greedy. Oh. Nichts außer einem Level Up. Dafür müsste ich jetzt wissen, wie viel ich... Einen habe ich bis jetzt, ne? Der diesen Effekt macht. Mm.
lasse ihn trotzdem mal gesperrt, den Helm, aber. Ach, die machen hier diese kleinen Sabber-Aliens, die hier rumspucken. Mit diesen Kügelchen. Und davon ja reichlich. Ja, läuft doch bis jetzt ganz gut. Hätte ich doch meinen Mund gehalten. Boah, diese Dreckskugeln. Tatsächlich freue ich mich darüber, jetzt nicht krepiert zu sein. Ja, neuen Ausweichen nehmen wir mit. Um sie jetzt wieder einzutauschen. Okay, lass mal so stehen. Und dann nächste Runde. Halt einfach mal mitten durch. Nur wegen dem Baum. Kann man so machen, aber ob das clever ist. Lass mal da stehen. Jawohl, schmeckt. Eine Hand wäre noch toll. Lebensabzug 7%, Reichweite, Rückstoß 30, Rückstoß 15. Sperren und weiter. Oha. Was haben die denn? Sind jetzt schlecht gelaunt oder ist das irgendwie neue Marotte von denen? Da so ein bisschen.
Da fällt mir gerade ein, ist das eigentlich im Lautstärkeverhältnis Mikro zum Ingame? Sound. Machen wir. Das ist jetzt bestimmt wieder zu leise, ne? Ja, so könnte besser sein, glaube ich, weiß ich nicht. Ja, ich denke mal, so ist ganz gut. Jetzt nicht mehr bewegen. Hallo. Ah, okay. Jo, jetzt hat mein Controller keinen Bock mehr. Auch immer richtig geil. Wir die Welle jetzt mit der Tastatur zu Ende bringen. Das ist auch etwas, sag ich mal, ungemütlicher ist. Aber sieht gut aus. Und da will der Controller wieder mitmachen. Versuchen wir es. Mit zwei Bots. Ah, ja. Oha. Das war's, der Run ist durch. Das verrecken wir. Ja. Nein, und das nur wegen der Blutspende. Nein, natürlich nicht. Glaube ich zumindest. 1 Sekunden, pro Sekunde ein Schaden ist halt schon ordentlich. Schlimm ist eigentlich, dass Welle 18 war und ich die ganze Scheiße jetzt nochmal machen muss. Ah. Würde aber wenigstens das Achievement mit ...200 Ernte absolviert. Ist auch was wert. Muss ich das nämlich nicht nochmal machen.
Tja. Nur eine Hand. Nicht mal eine zusätzliche gefunden im Shop. Das ist schon bitter. Aber egal, kriegen wir hin, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Gerade so. Rüstung. Ja, spawnen mehr Bäume da. Mann, lass noch mehr Bäume spawnen. Das safen wir uns. Ja, klar. Und noch eine Runde bangen und hoffen. Bäume zweimal sehe ich da jetzt nicht wirklich was von, ne? Das nehmen wir mit einer Hand. Defekte Steroide. Das klingt sehr berauschend. Lauf mal rechts rum. Bonus-Loot. Sehr gut. Komm, mach den. Mach den Baum. Ach, Mann. Zwei Bäume verschenkt. Friedliche Biene. Wo nehme ich? Rüstung. Nehme ich nochmal. Und Schüssel. Aber das mit den Bäumen gerade war Karma. Die Runde davor noch gemotzt, dass deutlich mehr Bäume wachsen sollten. Dann waren sie da und ich konnte sie nicht ernten. Oh, noch eine Hand, sehr gut. Ach, das waren, ja. Ganz offen. Und völlig vergessen, was hier gerade abging. Sollten wir überleben. Jawohl. Brauchen wir nicht.
Hilfe! Ich will nicht schon wieder sterben. Bitte, bitte, bitte. Ah, schaffen wir. Puh. Brille, 20 Reichweite, ja, nehmen wir. Und Abfahrt. Welle 8. Mal gespannt, wie lange das hier mit meinen verhaltenen 29 Hitpoints noch gut geht. Rüstung. Ja, Projektile, das genau das Richtige. Mit. Nee. Und weiter. Welle 9 war, glaube ich, eben relativ entspannt, oder? Nee, war sie nicht. Ah. Ah, komm. Jawohl, Sparschwein, nehme ich. Okay.
Boah. Brauchen wir nicht. Bisschen mehr Glück wäre gut, ja. Schweinchen lohnt sich gar nicht, wenn ich jedes Mal den ganzen Shop aufkaufe. Mehr Bewegungstempo. Vor allem auf Speedy Gonzales. Wäre vielleicht ganz clever und hilfreich. Ja, nehmen wir. Rüstung nehmen wir auch. Da, eben zum Gefängnis geworden. Zweimal kostenlos würfeln. Ja, okay. Rechnet sich ja hinten raus dann. Oh, Hilfe! Ich bin zu langsam. Auf jeden Fall Crit und Elementarschaden. Ausweichen. Ein Wanderbot. Scheint so schlecht ja gar nicht zu sein. Wo wir bereit sind. Oh, die Gehampen.
Haha. Hahaha. Nein. Das erschien mir jetzt als lohnenswert. Versuchen wir's. 15. Wo waren wir eben? 18. Ja, das sollten wir schaffen. Braucht definitiv mehr Lebenspunkte. Sechs Leben sind besser wie... Oh, hier. Sehr gut. Nein. Hm.
sind wir mit der Lichterkette? Haben wir den jetzt getötet? Unabsichtlich? Also schon absichtlich, aber... Das gönnt aber auch gar nicht, ne? Von wegen Glück. Schneller. Nahkampf, Fernkampf, Technik, Crit. Nö. Noch mehr Bäume? Welle 18. Hallo. 8 Sekunden. Ha. Das war jetzt aber... gar nicht so geil, ne? Muss ich ja sagen, wie es ist. Bisschen geschwitzt.
Milliarden Gegnern, ja, so einen ganzen Busch schon voll Robben. Mit 12 Gegnern, ja. Damit hier ja nichts überlebt und durchkommt. Finde ich Runde 18 oder Welle 18 eigentlich schon wieder unverschämt, wenn man sich dann überlegt, dass hier Runde 19 einfach nur übertrieben viele Klimp auf dem Bildschirm hat, aber die eigentlich nichts machen. So, jetzt mal nur nicht verkacken. Und halt super viele Gegner. Ach, jetzt schießt er auch noch Kügelchen random über die. Ah. Der andere wäre mir lieber gewesen. Am Anfang irgendwelche Flecken auf der Map projiziert. Und dann einfach die Kreise macht. Egal. Durch. Ach, herrlich. Das ist natürlich schon geil. Für den nächsten Pazifisten-Run mit minus 12% Schaden, aber dafür 12 mehr Leben und 25 Glück. So, Pazifist. Was haben wir denn noch? Jo, das ist ja Pazifist 2.0. Jo, was machen wir denn jetzt noch?
Versuchen wir es mit dem Irren. Komm, was soll's. Der Irre. Mit was gehen wir denn? Full Damage erstmal. Ich würde schon sagen, wir gehen auf Wurfsterne. Aber grundsätzlich erstmal mehr Waffen, gleich mehr Schaden, gleich mehr tote Viecher. Ihr kennt das. Wobei ich das jetzt gar nicht so schlecht fand. Erstmal ausweichen, pushen. Reichweite wäre auch noch was. Ich sperre es mal. Ist immer gut. Holzfällerhemd würde ich auch begrüßen. Du machst kaputt. Ach, shit. Nicht geschafft. Das ist angenehm mit Clear Speed. Oh, das sind die anderen. Oh. Puh, war aber dann doch jetzt relativ knapp. Thank you.
Doppelbaum, sehr gut. Was machen wir, was machen wir? Clevererweise nicht in die Kugeln reinlaufen, ne? Die man gerade dann vor sich liegen hat. Egal, nächste Runde.
könnte auch Wurfsterne nehmen, wenn ich welche bekommen würde, aber irgendwie klappt das nicht so richtig. Ich habe keinen Bock, mir welche zu geben. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dum, dum. Ende der Diskussion. Das Thema schnell durch. Aber nicht zu laut, ne? Sonst sind wir nächste Runde oder nächste Welle wieder im Dreck und sterben. War ich jetzt auch schon wieder knapp. Jetzt brauchen wir Kohle, jetzt brauchen wir richtig viel Kohle. Oh. Wenn wir uns so weit von diesen Viechern fernhalten.
wieder Heilturrets bleiben. Schaden ist solide. Menschen, die Menschen. Mobs, Monster. Menschen vor allem. Die sind richtig nervig. Nein! Ah, das war so close. Einmal falsche Richtung gelaufen. Ach nö. Oh. Nein, nein, nein. Lohnt sich das wirklich mit dem Ausweichen? Ich glaube nicht. Aber wenn einer eine Idee dazu hat, gerne in Chat. Crit Attack Speed, wa? Gesperrt. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Mehr Shuriken, bitte, bitte. Hoppala.
Bäume drin. Würde ich innerlich ein bisschen feiern. Reicht noch genau. Perfekt. Perfekt. Schaden. Oh. Crit. Skaliert aber mit Ausweichen, richtig? Und auch Ausweichen in Angriffstempo zu bekommen.
das. Dadurch, dass die bouncen, ist das halt schon ein enormer Fortschritt. Reichweite ist sowieso schon im Keller. In welcher Runde habe ich denn den reingeschissen? 14 oder 15? Total verwirrt unten an der Wand gestanden. Jetzt vor lauter Machen tun hier wieder das Quatschen vergessen.
dafür. Bewege bringt mir nichts. Machen wir dann doch so. Wenn mich jetzt einer nach dem Sinn fragt. Einfach nur, damit ich hier links behalte. Ich hätte auch zwei blaue behalten können, aber zwei epische, die hüpfen einmal weiter, das macht für mich dann das Ausschlaggebende. Total die Kackbegründung, aber ihr könnt es sowieso nicht beeinflussen, von daher, boah. Von meinem Glück streame ich jetzt wieder seit 2 Stunden. Und ich habe wieder irgendwo ein technisches Problem und es kommt eigentlich gar nichts an, weder von dem, was ich quatsche, noch von dem, was in-game an Sound ist. Würde mich so gar nicht wundern, aber ja, jetzt nehmen wir dann doch mal langsam Rüstung mit. Das muss ich weiter sperren. Ich weiß nicht, was ich jetzt gemacht habe, weil ich aus einem falschen Knopf gedrückt habe, aber scheinbar nichts gekauft. Was auch immer das war, ich habe nicht aufgepasst. Aha.
Shuriken. Läuft ja wieder super. Ich bin auch dumm, ich hätte eigentlich jetzt ein Messer verkaufen sollen. Ich habe das Schuriken zu bekommen. Dann hätte ich ein fünftes gehabt. Wieder nicht zu Ende gedacht. Schon fast nicht widerstehen. Was man in dem Kopf hat, hat man in der Beine. Das geht ja dann doch noch ganz gut vom PSV. Oh. Jetzt kommen die Dicken mit den Hörnern. Genau, die gerade wieder reingelatscht und im Kopf. Schmeckt. Gibt's einen Crit?
Cap. Ich glaube, hab's erreicht, weil da sind ja fast nur noch gelbe Zahlen. Und keine weißen mehr. Minigun. Rüstung. % weniger Schaden, plus 2, ja, Das lohnt sich nicht, nein. Ja, machen wir noch eine Runde. Okay. Mit der Clear Speed ist das ja... Das Item drin. Bitte, bitte, bitte. Nicht wieder so eine Panikwurst oder so ein Klump. Beispiel. Ich hoffe, ich habe diese Scheiß von Shell nicht zu gespeichert.
Egal, versuchen wir. Das war jetzt bitter. Aber ja. Das soll es dann für heute auch gewesen sein. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Stream. Bis dahin. Ciao, ciao.